Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wochenausblick von DAX Profits. Ja, direkt zum DAX. Gestern war die EZB-Sitzung. Die wollte ich gerne noch verstreichen lassen, bevor ich Ihnen diesen Wochenausblick präsentiere, weil die sehr wichtig und kursbeeinflussend war. Ja, es gab eine Enttäuschung gestern, eine geldpolitische Enttäuschung. Die EZB hat nicht das gemacht, was sich der Markt wahrscheinlich in den letzten Wochen klammheimlich erhofft hat. Sie hat eben nicht die Geldschleusen weiter geöffnet. Und es gab eine negative Reaktion, allerdings war die nicht übermäßig stark, sodass wir nach dieser Sitzung letzten Endes genauso schlau sind wie zuvor. Ganz kurz die Situation beim DAX. Der DAX versucht aus diesem fast schon mehrjährigen Abwärtstrendkanal nach oben auszubrechen. Das heißt, dieser Ausbruch ist eigentlich schon gültig. Es gab auch einen Rücksetzer zurück ans Ausbruchsniveau bei 10.450 Punkten. Und seither läuft eine neue Aufwärtswelle. Die ist allerdings extrem schwach und so schwach, dass ich denke, dass es der DAX ganz schön schwer haben wird, sich hier weiter nach oben abzuheben, ohne dass es zuvor eine größere Korrektur gibt. Mit größerer Korrektur meine ich 10.000 Punkte Minimum. Ja, Sie sehen hier die Misere der letzten Wochen. Das geht eigentlich nur noch zäh seitwärts. Ja, aber um hier eine Prognose ableiten zu können, muss es entweder unter 10.400 fallen oder über 10.800 steigen. Über 10.800 können wir auf 11.000 hoffen. Unter 10.400 sehen wir mit großer Wahrscheinlichkeit mindestens die 10.000. Ja, und wenn Sie sich das ganze Anstiegsmuster mal anschauen, hier dieses seit dem Februar-Tief, dann ist das bis jetzt zäh. Und damit ist die Gefahr gegeben, dass sich das Ganze nur als bärische Konsolidierung entpuppt. Wenn es richtig dick kommt, dann ist das hier nur eine Bullenfalle, dass diese Pendelbewegung zwischen 10.400 und 10.800 im DAX nur eine Bullenfalle und es geht munter abwärts auf mindestens 9.300, vielleicht sogar auf neue Tiefs. Das wäre das Worst-Case-Szenario. Wir hatten so ein ähnliches Worst-Case-Szenario mal letzten Sommer, Verzeihung, letzten November, Dezember. Da schien der DAX auch nach oben ausbrechen zu wollen. Hier war wesentlich mehr Bums und Dynamik dahinter. Allerdings wurde dieser Ausbruch nach oben sofort gekontert. Und ja, diese Bullenfalle hat hier für Verkäufe gesorgt. Dann ging es tatsächlich auf neue Jahrestiefs. Die Möglichkeit besteht jetzt wieder. Also man sollte nicht denken, nur weil der DAX mal diese Trendlinie leicht nach oben gebrochen hat, diese Abwärtstrendlinie hier, dass es dann ein Selbstläufer wird mit den steigenden Kursen. Ich würde sagen, man muss sich hier alle Optionen noch offen halten. Speziell wenn der DAX unter 10.000 Punkte fallen sollte, dann wird es schon etwas haarig. Bis 10.000 könnte man noch tolerant sein und sagen, also es ist vielleicht ein überschießender Rücksetzer. Unter 10.000 ist die Bullenfalle dann aber sicher. Das heißt, wir schauen uns die nächsten Wochen die üblichen Marken 10.400 und 10.800 an und wenn sich dort was tut, eruieren wir, ob es in Richtung 11.000, 11.200 oder in Richtung 10.000 geht. Und wenn diese Marken geknackt wurden, dann kann man weiterführende Prognosen abgeben. Wobei diese stark am US-Markt hängen und den knüpfen wir uns jetzt mal vor. S&P 500, ja, da tue ich seit 2 Monaten gar nichts. Das ist eine völlige Arbeitsverweigerung der US-Leitbörse. Und für mich hat das den Anschein, als wollte sich hier so eine Art kurzfristige Top-Bildung einstellen, die Vorbote einer größeren Herbstkorrektur werden.
könnte. Nämlich dergestalt, linke Schulter, Kopf, rechte Schulter. So, diese rechte Schulter ist noch nicht fertig. Das heißt, das ist erst eine potenzielle Top-Formation. Die wird erst fertig, wenn die 2150er-Marke nach unten bricht. Dann haben wir ein erstes Mindestkursziel bei 2100 Punkten. Eine schöne Auffangzone hier bei 2050 Punkten. Und wenn die nicht hält, dann noch eine bei 2000 Punkten am Brexit-Tief. Ich könnte mir die 2000 Punkte angesichts der immer noch extrem euphorischen Stimmung an der US-Leitbörse sehr gut vorstellen als Ziel einer Herbstkorrektur, die dann vermutlich erst im Oktober erreicht werden würde. Aber um diese Herbstkorrektur überhaupt auszulösen, muss der S&P 500 erstmal unter 2150 Punkte fallen. Das hat er bis jetzt noch nicht getan und solange er das nicht tut, sind neue Allzeithochs möglich, auch wenn die noch so zäh sind. Das eigentlich Dramatische am US-Markt ist die Tatsache, dass die Marktbreite in den letzten Monaten extrem abgenommen hat. Das heißt, dass die Mehrzahl der Aktien am US-Markt bereits fällt, während die Indizes noch steigen. Das ist häufig ein Vorbote einer größeren Korrektur. Und ja, hier im Chart sehen Sie den Nasdaq Composite Index. Da stecken 2000 Werte drin. 2000 US-Werte drin. Und also ein an sich sehr breit aufgestellter Index, aber Sie sehen hier unten meinen Marktbreite-Indikator und sobald der unter die grüne Linie taucht, notiert er im negativen Bereich. Das heißt, in dem Fall fallen mehr Aktien als steigen. Und Sie sehen, gerade hier in den letzten zwei Monaten notiert er beständig immer im negativen Bereich, obwohl der Index noch leicht gestiegen ist. Der Nasdaq Composite hat erst vor wenigen Tagen ein neues Allzeithoch gemacht. Allerdings hat das die Marktbreite nur ganz, ganz kurz und leicht in den positiven Bereich abdriften lassen. Und jetzt ist es schon wieder auf dem Weg in Richtung Nulllinie. Ja, wenn Sie sich das Ganze mal anschauen, hier dieses neue Allzeithoch und dann hier dieses Hoch vom Dezember letzten Jahres, dann sehen Sie, dass die Kurse zwar gestiegen sind, aber dass die Marktbreite die meiste Zeit im negativen Bereich geblieben ist. Nur hier am Anfang dieser Rallye im Februar, März ist die Marktbreite mal schön angestiegen bis an die 100% Marke. Also hier sind tatsächlich alle Aktien zeitweise im Nasdaq Composite mal gestiegen. Das war Anfang März der Fall. Das war wieder zu viel des Guten, aber danach sehen Sie, ging es beständig bergab mit der Marktbreite und im April sind wir dann schon wieder deutlich im negativen Bereich gelandet. Das war der Vorbote dieser zähen Seitwärtsbewegung samt Brexit-Korrektur. Ja, jetzt haben wir eine ähnliche Ausgangslage, eigentlich eine viel dramatischere Ausgangslage, wenn man es genau nimmt, weil die Marktbreite ja seit März stetig abgenommen hat, obwohl der Index seit März tendenziell gestiegen ist. Von daher gehe ich davon aus, dass der Markt hier einen, sagen wir, Herbstknaller vorbereitet. Und der arbeitet jetzt fleißig an dieser Mini-Top-Bildung hier und irgendwann werden sich dann keine Anschlusskäufer mehr finden, die das Ding noch oben halten und dann gibt es einen Hochausrutscher hier unten in diesem Bereich. Ich schätze nach wie vor auch im Nasdaq Composite in den Bereich um die Brexit-Tiefs wird sich der Markt abwärts begeben. Und dann schauen wir mal, wie sich die Stimmung bis dahin entwickelt hat. Die ist immer noch grenzwertig überhitzt. Wir haben Rekord-Long-Positionen an der US-Terminbörse. Die größten Long-Positionen des gesamten Bullenmarktes seit März 2009. Ja, das ist nicht gerade der Stoff, aus dem weiter steigende Kurse sind. So, jetzt schauen wir uns noch schnell den Edelmetallmarkt an. Silber hat sich sehr dynamisch erholt in den letzten Tagen, hat die Marke von 1950 wieder zurückerobert.
Ja, jetzt müsste ich raten, ob diese Korrektur vorbei ist. Diese ganze Silberkorrektur, auch beim Gold. Ich würde sagen, aus zeitlicher Sicht ist mir diese Korrektur noch zu kurz gewesen. Das waren gerade mal 4 Wochen. Das kann reichen, aber es kann auch sein, dass jetzt noch eine zweite Korrekturwelle kommt, die zumindest nochmal dieses Tief von Ende August testet bei 18,50. Vielleicht auch ein leicht drunter geht und sich dann wieder fängt. Das würde wesentlich besser zum Abschluss einer Korrektur passen. Bei Gold sieht es ähnlich aus. Da lagen hier wahrscheinlich bei 1330, 40 zahlreiche Stops, die wurden gerissen. Es ging runter bis auf 1300. Jetzt die Rückeroberung dieser 1340er Marke. Ja, und was wir in den letzten Tagen gesehen haben, war so ein bisschen deutlichere Schwäche. Auch hier könnte ich mir gut vorstellen, dass die 1300 nochmal getestet wird. Hier unten sehen Sie die Minen. Die haben es noch nicht geschafft, in diesen alten Aufwärtstrendkanal, steilen Aufwärtstrendkanal zurückzukommen, sodass ich mir auch hier vorstellen könnte, dass es nochmal zum Test der Tiefs von Ende August kommt. Allein es kann auch direkt weiter ansteigen. Nur es ist ganz schwer, aus so einem kurzen Ausrutscher zu schließen, ob jetzt die Korrektur schon vorbei ist. Ich meine, die Korrektur ist nicht so weit gelaufen wie die anderen markanten Korrekturen. Die letzte davon hatten wir Ende Mai. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass sich das Ganze entweder noch ein bisschen seitwärts hinzieht oder dass die Tiefs von Ende August nochmals getestet werden, bevor es dann wieder aufwärts geht. Insgesamt haben wir preislich den größten Teil der Korrektur bei Gold und Silber wahrscheinlich schon hinter uns. Und das Schöne ist, dass insbesondere Gold sich wirklich sehr gut geschlagen hat jetzt in den letzten Wochen. Da ging das Ganze nämlich wirklich nur seitwärts. Hat allerdings dazu geführt, dass die Stimmung nicht so weit abgekühlt ist, wie sie es sollte. Von daher meine Prognose, dass wir hier wahrscheinlich noch 2, 3 Wochen seitwärts Korrektur sehen werden, bevor es dann frühestens Ende September nach der US-Notenbank-Sitzung und spätestens im Oktober wieder aufwärts gehen sollte. Ja, das zu meinen Ausführungen für heute. Die Märkte sind momentan immer noch ein bisschen trickreich. An den Aktienmärkten scheint eine Korrektur so langsam ins Laufen zu kommen. Und bei den Edelmetallen scheint sie in den letzten Zügen zu liegen. Von daher sehen wir bald wieder etwas mehr Action. Ja, mit diesen Worten bis zum nächsten Mal, Ihr Henrik Vogt.